Hiermit begrüßen wir Sie herzlich zu der zweiten Folge unserer zweiten Sendereihe. Wir hatten in der ersten Folge ja schon in das Thema Freiheit, das jetzt unsere nächste Sendereihe bestimmen soll, eingeführt. Hatten so ein bisschen Überblick gegeben, was ist Freiheit eigentlich, warum brauchen wir sie und warum ist sie immer relevant. Natürlich wollen wir das jetzt auch mit der Philosophiegeschichte verknüpfen. Und da haben wir uns, wie letztes Mal schon erwähnt, überlegt, wie fangen wir an und sind zu dem Schluss gekommen, am liebsten würden wir damit anfangen, an dem Punkt, an dem eben dieses Freiheitsbedürfnis philosophisch präsent geworden ist. Und nach einigen Überlegen haben wir uns entschieden, diesen Punkt bei den Stoikern zu setzen, also in der Antike. Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Also, du richtig sagst, Philosophie und Freiheit, die sind sozusagen unzertrennlich. Es ist also nicht erstaunlich, dass man, wo man auf Philosophie trifft, auch auf das Ringen um den Begriff des Verständnisses von Freiheit trifft. Und wann fängt das an? Und das ist in gewisser Weise erstaunlich, wenn man sagt, ja, schon die alten Griechen, dann denkt man natürlich immer Aristoteles und Platon, die großen Helden, die müssten da eigentlich maßgebend sein. Aber beim Thema Freiheit ist es ein bisschen anders. Da ist in der Zeit von Aristoteles und Platon noch nicht so viel direkt zum Thema Freiheit los, sondern das fängt ein bisschen später an. Und zwar bei den Stoikern. Und warum ist das nun, also was heißt bei den Stoikern, die heißen eben dann Stoiker. Aber was macht die, was macht... Die haben sich natürlich selbst nicht so genannt, sondern... Ja, und was bringt diese Leute dazu, so intensiv über Freiheit nachzudenken? Vor allen Dingen ist das durch ihren Hintergrund bedingt. Das heißt, ja, Aristoteles und Platon, das sind große Namen. Aber die Stoiker kamen vor allen Dingen aus einfachen Verhältnissen. Manche von ihnen waren sogar Sklaven. Ja. Und jeder, der sich ein bisschen mit der Antike beschäftigt hat, der weiß ja, wie Sklaven behandelt wurden. Ja. Auch wenn sie einen gutmütigen Herrn sozusagen hatten. Und diese Geschichte von Untergebenheit, die ihr ganzes Leben bestimmt hat und sozialen, ständischen Rollen, das hat ganz maßgeblich ihr Freiheitsverständnis beeinflusst. Also genau, also aus dem am eigenen Leib erfahrenen Mangel an Freiheit, weil eben diese ersten stoischen Philosophen zum Teil Sklaven und zum Teil auch bitterarme Leute waren. Die äußere Freiheit sozusagen, die wir letztes Mal schon angesprochen hatten, die war also natürlich nicht gegeben. Genau. Und da kam dann dieses Bedürfnis auf den Mensch, wenn ich aber, ja, wenn mir sozusagen alles genommen ist, was habe ich dann noch? Was an Freiheit, an unwegnehmbaren Kern an Freiheit, an Selbstentfaltung oder ja, an Ichsein habe ich noch? Da möchte ich, ohne jetzt Namen zu nennen, eine Figur erwähnen, die zu den Gründungsvätern der Stoa gehört. Da gab es einen, der war unendlich arm, war im früheren Leben mal Boxer und hat sich durch nächtliches Wasserschöpfen und durch Teigkneten den Lebensunterhalt verdient, sodass er tagsüber eben Unterricht in der stoischen Philosophie bekommen konnte. Und der wurde tatsächlich dann einer der ersten Leiter dieser stoischen Philosophenschule. Wenn man überhaupt vielleicht auch sagen muss zur Erinnerung oder zur Vergegenwärtigung, in der Antike war es eben nicht gleich, ob man jetzt bei Platon oder Aristoteles oder bei den Stoikern oder bei Epikur oder bei den Skeptikern lernt, sondern das waren auch Lebensgemeinschaften und Lebensentwürfe. Also ja, man hat da nicht jetzt irgendwie nur eine bestimmte Theorie sich vermitteln lassen, sondern eine bestimmte Lebensform gewählt. Du hast da ein paar besonders bedeutende Beispiele bei den Stoikern rausgesucht. Natürlich waren auch die Stoiker, auch wenn man die jetzt so als eine Bewegung zusammenfasst, waren die natürlich keine homogene Masse. Yeah. Es gab ganz unterschiedliche Arten von Stoikern. Yeah. Und einer davon war sogar römischer Kaiser. Das hatte natürlich nichts mehr damit zu tun, mit dem Sklaven, der im Stoizismus dann seinen Ausweg gefunden hat. Aber eines war denen ja allen gemein. Also das war eine Grundformel und die hast du in einem Nachwort gefunden, einer Epiktet-Schrift.
Da schreibt nämlich Kurt Steinmann im Nachwort der Reklamausgabe, da ihm, also dem Stoiker, die äußere Freiheit verwehrt war, musste er die Freiheit in seinem Innern suchen als Bewusstsein der Unantastbarkeit des personalen Kerns trotz äußerer Fesseln. Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Du hast schon gesagt, das ist also Nachwort zu dem berühmten Handbüchlein von Epiktet, aus dem wir nachher ein paar Kernsätze bringen werden. Aber wie du auch schon sagtest, diese äußeren Fesseln, die spürt ja nicht nur der Sklave, die spürt eben auch der Marc Aurel, von dem wir jetzt keine Zitate mehr beibringen werden, der römische Kaiser, der auch Stoiker war. Also da nehmen wir an, den Top-Manager, der also 1000 Termine hat, der hat natürlich jetzt nicht die äußeren Fesseln, aber der wird auch vielleicht sagen, Mensch, ich gehe mir verloren, was kann ich eigentlich noch selber entscheiden, wo kann ich noch etwas tun, was jetzt nicht von äußeren geschäftlichen Bedürfnissen und Zwängen bestimmt ist. Und das heißt also, die stoische Idee, sich die Freiheit gegen Bedrohungen zu erkämpfen, die gilt sozusagen für jeden, egal welchen gesellschaftlichen Stand er bekleidet. Und das sagt man jetzt so einfach, also dass man eben seine innere Freiheit bewahren soll, auch unabhängig von den äußeren Umständen der Freiheit, die man ja oft nicht beeinflussen kann. Denn das liegt eben außerhalb unserer Macht. Und das ist das Stichwort. Denn was haben die Stoiker zur Maxime allen ihres Handelns gemacht? Ja, sie gehen davon aus, dass man erstmal unterscheiden muss, worüber kann ich gebieten, was kann ich beeinflussen, was steht in meiner Macht und was nicht. Ja. Also zum Beispiel, dass ich jetzt nicht fliegen kann, damit muss ich leben. Wenn ich sagen würde, ich fühle mich unfrei, weil ich nicht fliegen kann, dann hätte ich schlechte Karten. Ja. Und so ist es natürlich für jede Lebenslage unterschiedlich. Also wenn ich jetzt tatsächlich das Schicksal habe, ein zu Unrecht hinter Gittern gebrachter zu sein, dann steht es jetzt nicht in meiner Macht, auszubrechen, aber es steht in meiner Macht, mich vielleicht gedanklich davon zu befreien und zu sagen, passt auf, ihr habt jetzt meinen Körper eingesperrt, aber das war ja zu Unrecht. Und ich kann mich trotzdem als ehrlicher Mann fühlen und kann, wie es hier hieß, meinen personalen Kern sozusagen bewahren und beschützen, auch wenn es äußerlich sehr schlecht um mich steht. Ja, personaler Kern kann auch als Ich bezeichnet werden, genau, wie wir das ja oft in der letzten Sendereihe getan haben. Ja. Und die Stoiker sagen eben, ja, wenn man erstmal erkannt hat, was außerhalb unserer Macht liegt, denn ich meine, wenn du jetzt ein Beispiel wie Menschen können nicht fliegen bringst, dann ist das natürlich ganz offensichtlich, was außerhalb unserer Macht liegt. Ja. Aber manchmal verwechseln wir auch das, was in unserer Macht liegt, damit, was eigentlich ganz unabhängig von uns geschieht. Also wenn andere etwas von uns wollen, dann haben wir oft überhaupt nicht in der Hand, wie diese Leute reagieren werden, egal wie wir handeln. Also vielleicht ist es sogar, dass man auf zweierlei Art und Weise handeln kann und die Reaktion wird die gleiche sein. Also da würden die Stoiker sagen, ja, das liegt eben außerhalb unserer Macht. Und wenn dann eben eine negative Reaktion kommt, dann sollte man sich nicht tangiert davon fühlen. Man sollte sich ganz unberührt verhalten davon. Und das hat tatsächlich auch einen modernen Bezug. Denn was uns bei unserer Vorbereitung aufgefallen ist, dass wir wissen nicht mehr ganz genau, von wem der Ausspruch kommt, aber der wurde irgendwann von den anonymen Alkoholikern adaptiert. Oft sagen die am Ende ihrer Treffen und sprechen sozusagen eine Grundsatzformel, formulieren sie dann am Ende ihrer Treffen. Und die lautet so ungefähr, gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann, und gib mir die Kraft, die Gelassenheit, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann, und gib mir die Kraft oder den Weitblick, zwischen den beiden zu unterscheiden. Ja, das ist eine sehr schöne Formel, die, glaube ich, die Stoiker sofort unterschreiben könnten. Ja. Ja. Genau. Das ist ganz eng verbunden mit Wollen und
Epiktet nennt das hier ja Begehren und Meiden. Ja. Was ist seine These? Also wie kann man das kontrollieren? Wie kann man sozusagen dem stoischen Ansatz am besten gerecht werden? Ja, also sein Begehren soll man sozusagen möglichst einschränken, denn jedes Begehren ist sozusagen ein Ansatzpunkt für mögliche Frustration, für Enttäuschung oder wenn man so will, für Unfreiheit. Also je weniger ich will oder je weniger ich begehre, je weniger ich mir vornehme, was ich unbedingt erreichen möchte, desto weniger kann ich enttäuscht werden. Also natürlich bestimmte Dinge muss sozusagen jeder wollen, also jeder will normalerweise zumindest sein täglich Brot haben können und sein Dach über dem Kopf, obwohl ja manche Leute auch ohne das auskommen müssen. Und wenn man sagt, ja gut, aber ich möchte jedes Jahr ein neues und größeres Auto oder dies und das, wird es natürlich schon schwieriger, das dann auch immer einzulösen oder was weiß ich, den Tritturlaub oder gut, bei dem banalen Beispiel ist es natürlich einfach. Normalerweise wollen Menschen glücklich sein, wollen einen idealen Lebenspartner und ja, ich würde das auch keinem ausreden, aber jedenfalls wichtig ist es zu sehen, es gibt eben Dinge, da könnte ich leicht frustriert werden und es ist gut, Frustrationen möglichst gering zu halten und mir eben dann bestimmte Dinge, die nicht so wichtig sind und auf die ich keinen so großen Einfluss habe, auf die möglichst mein Begehren und Wollen nicht zu richten. Tatsächlich geht er ja sogar noch etwas weiter in seiner Schrift und sagt eben, man soll das Begehren und das Wollen soll man ganz abstellen. Das zeigt nochmal so die Radikalität des Stoischen, jedenfalls wenn man ihn im antiken Ansatz aufgreift, des stoischen Ansatzes. Denn er sagt hier zum Beispiel auch, wenn du nun nach so hohen Zielen strebst, also die absolute innere Freiheit sozusagen, denke daran, dass du nicht nur mit mäßigen Bemühen nach ihnen greifen darfst. Nein, du musst auf manches ganz verzichten. Ja. Also so wie das Wollen. Manches vorläufig aufschieben. Genau, manches ganz aufgeben und eben das Begehren muss sozusagen neu gelernt werden. Genau. Also erstmal das, was man jetzt sozusagen ursprünglich oder ohne Anleitung für wichtig hält, das muss man erstmal einklammern und so dann aus dem Gefühl heraus sozusagen. Und dann einen Neustart sozusagen unter stoischer Anleitung das Recht begehren lernen. Oder ja, okay. Ja. Und wenn man jetzt vor dieser unlösbaren Aufgabe eigentlich steht, haben sich die Stoiker natürlich auch einen Weg oder Epiktet jetzt speziell ausgedacht, wie man das machen kann. Epiktet sagt hier, bedenke das eigentliche Wesen der Dinge. Wenn man jetzt diesen Satz vor sich stehen hat, dann weiß man erstmal nicht genau, was damit gemeint ist. Wie meint Epiktet das und wie kann man das auch auf das eigene Leben übertragen? Ja, das eigentliche Wesen der Dinge, das ist pass auf, da kommen ja nochmal diese ganz harten Beispiele, die wir jetzt noch zurückstellen. Es gibt da so eine Vorüberlegung, ich glaube, auf die spielst du auch an. Da gibt es einen ganz berühmten Satz, den lese ich mal vor, da sagt Epiktet, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen und Urteile über die Dinge. Genau. So ist zum Beispiel der Tod nichts Furchtbares, sonst hätte er auch dem Sokrates so erscheinen müssen, sondern nur die Meinung, er sei etwas Furchtbares, das ist das Furchtbare. Also da kommt ein logischer Zug in diese Sache rein. Wir sprachen ja vom Willen, den kann man hier natürlich aus dem Thema Freiheit nicht herausnehmen. Aber es ist eine Anleitung sozusagen für das Denken. Überlege dir, du hast eine Meinung über die Dinge. Du denkst ja, es ist ganz schlimm, was weiß ich, wenn morgen Stromausfall ist und du kannst nicht mit der Straßenbahn in die Schule fahren oder es ist ganz schlimm, wenn morgen mein Impftermin ausfällt und ich muss ihn auf nächste Woche verschieben. Aber überlegen noch mal tiefer, ist diese Einschätzung eigentlich richtig? Genau. Bildest du nicht ein falsches Urteil? Ja. Und sehr viel von der stoischen Freiheit liegt darin, dass man erkennt,
Man hat viele vorgefasste falsche Urteile und wenn man die revidieren kann, ist man schon ein ganzes Stück der Freiheit näher. Wenn man sich quasi ganz davon lösen kann und nur, und das meint er mit diesem eigentlichen Wesen der Dinge, wenn man wirklich nur das betrachten kann, dann ist schon ein ganzes Stück innere Freiheit gewonnen. Du hast es jetzt bei so banalen Alltagsbeispielen, leuchtet das, glaube ich, jedem ein. Also es geht keinem besser, keiner ist glücklicher, wenn man sich über jedes kleine Ärgernis im Alltag aufregt. Mhm. Also wenn jemand einem die Vorfahrt nimmt oder so, dann kann man sich da natürlich unglaublich drüber aufregen. Aber jeder Stoiker würde sagen, es bringt überhaupt nichts. Das liegt nicht in deiner Macht. Also lass dich davon nicht berühren. Ja. Das geht aber natürlich auch bei etwas tiefgründigeren Beispielen. Ja. Für die Stoiker ist das übrigens auch ein Maßstab der Weisheit eigentlich der Menschen. Und Epiktet formuliert das folgendermaßen: Ein Ungebildeter verrät sich dadurch, dass er anderen Vorwürfe macht, wenn es ihm schlecht geht. Ein Anfänger in der philosophischen Bildung macht sich selbst Vorwürfe. Der gründlich Gebildete schiebt die Schuld weder auf einen anderen noch auf sich selbst. Ja. Hier also nochmal die, ich würde sagen, Verdeutlichung, dass es eben nicht darum geht, jede Schuld und bei sich selbst zu suchen und immer die Verantwortung auf sich zu nehmen, sondern auch zu erkennen, dass manche Dinge eben durch keinen verursacht sind, niemand die Macht hat, das zu verändern und genau. Das würde ich so verstehen, dieses Zitat. Wie siehst du das? Oder? Ja, jetzt müssen wir halt doch noch an diese harten Beispiele rangehen. Das eine paraphrasiere ich mal. Es wird gesagt, gut, die endlichen Dinge sind endlich. Mhm. Also das Glas kann runterfallen, es ist kaputt, wenn das mal runterfällt und kaputt geht. Sollte es den Weisen nicht wundern. Aber dann kommt eben der nächste Schritt. Menschen sind sterblich. Mhm. Und wenn also jetzt ein Sterblicher stirbt, dann sollte der Weise sagen, okay, das war vorauszusehen. Das sind eben diese tiefer gehenden Beispiele, die wir gerade meinten. Ja. Und das ist eben unheimlich hart. Also er sagt da, ich zitiere das mal, wenn du dein Kind oder deine Frau küsst, so sage dir, es ist ein Mensch, den du küsst. Dann wirst du nämlich die Fassung nicht verlieren, wenn er oder sie stirbt. Ja, das hört sich sehr logisch an, aber da kann man schon ein Fragezeichen dran machen. Genau, warum? Weil wir es als herzlos empfinden. Ja, ja. Richtig? Also natürlich, wenn man diese stoische Philosophie bis zum Ende durchdenkt, dann ist das die endliche Konsequenz davon. Aber auch das lässt sich vielleicht erklären mit eben diesem historischen Hintergrund, dass die Epiktet natürlich sozusagen noch die ursprünglichste Form des Stoizismus praktiziert hat, in der auch alle äußeren Umstände der Freiheit so extrem eingeschränkt waren, wie wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Ja, da darf ich vielleicht diese kleine Anekdote erzählen. Also Epiktet war ja selber ein Sklave, war bei einem Römer. Und sozusagen als Sklave wurde dann später freigelassen und konnte dann in Nikopolis, das ist in Nordwestgriechenland, seine Schule gründen. Aber solange er noch bei diesem römischen Sklavenhalter war, da wurde er auch gelegentlich mal ganz schlecht behandelt. Also hat irgendwie dieser Sklavenhalter ihm das Bein ganz mächtig bedrückt oder gedrückt oder belastet. Und anstatt wegzugehen, hat eben der Epiktet sozusagen echt stoisch gezeigt, was liegt bei mir, was liegt nicht bei mir, hat also zudem gesagt, pass auf, wenn du jetzt noch mein Bein noch stärker belastest, dann wird es brechen. Hm. Und dann sagt er, und siehst du jetzt hast du es gebrochen. Genau. Also damit zeigt er aber, ich triumphiere über dich, du hast mir zwar das Bein gebrochen, aber ich bin da überlegen in dieser Situation. Hm. Ich bewahre den kühlen Verstand. Du kannst mir zwar das Bein brechen, aber das hängt ja nicht von mir ab, ob mein Bein bricht oder nicht. Also du hast mir jetzt eigentlich gar nichts anhaben können. Ja, genau. Und so muss das eben auch verstanden werden. Also es ist nicht
so gemeint, wir sollten quasi alle zu herzlosen, stoischen Logikmonstern werden, sondern es muss eben vor dem Hintergrund seiner eigenen Geschichte gesehen werden und vor dem historischen Hintergrund. Und übrigens hat er dann auch nicht über dieses, durch das ganze Buch hindurch so radikal formuliert. Denn er hat nochmal relativiert, was das Wollen angeht. Ja. Denn es gäbe auch ein richtiges Wollen, sage er, sagt er da. Ja. Und spricht, wenn du aber den Willen hast, das Ziel deines Strebens nicht zu verfehlen, so steht es in deiner Macht. In dem also übe dich, was dir möglich ist. Also man darf durchaus noch Bestrebungen haben. Ja, ja. Man darf noch Ziele haben, oder? Ja, natürlich. Genau. Und wichtiger Punkt ist hier der freie Wille. Ja, über den freien Willen werden wir noch reden. Mhm. Also der Wille kommt hier vor, wenn man genau ist. Das sind ja Texte aus dem Griechischen. Mhm. Da kommt eher so das Verb für wollen vor. Und da werden wir noch mal genauer schauen, inwieweit das tatsächlich der freie Wille ist. Aber jedenfalls gibt es das Streben oder nehmen sich Menschen etwas vor, haben Menschen Ziele und sie müssen eben unterscheiden, sollten sich möglichst Ziele nehmen, die nicht frustrierbar sind. Oder wenn sie eben wissen, das ist ein frustrierbares Ziel, sollten sie über die dann eintretende Frustration nicht traurig sein, sozusagen. Mhm. Da gibt es diesen, das kann ich vielleicht noch einblenden, diese Umformulierung. Steht hier unter der Überschrift, es gibt keinen Verlust. Mhm. Sag nie von einer Sache, ich habe sie verloren, sondern ich habe sie zurückgegeben. Jetzt wieder das harte Beispiel, dein Kind ist gestorben, es wurde zurückgegeben. Deine Frau ist gestorben, sie wurde zurückgegeben. Man hat mir mein Grundstück geholt. Nun, auch das wurde zurückgegeben. Aber es ist doch ein Schuft, der es mir gestohlen hat. Was schert es dich? Durch wen es der Geber von dir zurückforderte, solange er es dir zur Verfügung stellt, behandle es als fremdes Eigentum, wie die Reisenden eine Herberge. Genau, das ist das Beispiel, das wir gerade schon mal gebracht hatten. Er bringt das gegen Ende seines Handbüchleins noch auf einen Satz, der noch mal Kompromisslosigkeit auch aussagt. Aber wir hatten ja ein bisschen schon gesagt, ganz so darf man es nicht verstehen. Aber das ist quasi der Ausgang allen stoischen Theorie, aller stoischen Theorien und so weiter. Er beendet sein Pamphlet damit, dass er schreibt, nur ein einziger Weg aber führt dahin, also zur inneren Freiheit, alles zu verachten, worüber wir nicht gebieten. Genau. Das ist die Grundlage des Stoizismus sozusagen. Ja, also der Stoiker, könnte man sagen, zieht sich dann auch so eine gewisse Arroganz an. Er verachtet eben das, was er, von dem er durchschaut hat, dass er es nicht in der Hand hat. Seine Mitmenschen haben das natürlich nicht durchschaut. Mhm. Die sind nicht so cool. Also man könnte da auch eine gewisse Arroganz in der Haltung sehen. Ja, also man könnte sich fragen, ob der Stoiker dann mit seiner Haltung bei seinen Mitmenschen gut ankommt oder eher nicht, ob er sich da isoliert. Ja, es ist ja auch so, wir haben das jetzt sehr dialogartig gemacht. Und werden heute vielleicht unser Stoikprogramm gar nicht, Stoa-Programm gar nicht durchbekommen. Aber es ist klar, dass da am Schluss auch noch ein das Bedürfnis ist, das nochmal kritisch zu sehen, was die Stoiker an allem, was wir ihnen zu verdanken, was sie uns vermitteln, dass das doch nicht so ganz ohne Kritik stehen bleiben kann. Genau, also vielleicht um noch ein bisschen zu differenzieren in dieser Sendung jetzt noch, auch wenn wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, könnten wir noch mal einmal die Äußerung Senecas betrachten. Er hat sich nämlich auch Gedanken zum Stoizismus gemacht, war selbst auch einer, hatte aber ein paar andere Ansichten oder noch ausführlichere Ansichten als Epiktet. Und wir haben damit angefangen, dass eben Seneca in einem seiner Briefe sich darüber wundert, dass der Körper eigentlich trainiert wird, ständig. Und man kennt das ja auch eigentlich, dass man eben, dass im dass in der Antike eben der Gedanke vorherrschend war, gesunder Geist, gesunder Körper birgt auch einen gesunden Geist. Ihm fällt dann aber auf, so einfach ist es doch nicht. Also die Menschen trainieren wirklich sehr viel ihren Körper. Eben, er lauscht hier so einen Ballkampf und sagt, warum machen wir das Gleiche nicht mit unserem Geist?
Das würde uns im Endeffekt viel glücklicher machen als ständige Körperoptimierung. Und auch er stellt jetzt eine ziemlich gewagte These auf. Und ich zitiere jetzt, was hast du nötig, um gut zu sein, es zu wollen. Also nicht nur, um glücklich zu werden, muss man es wollen und muss man kompromisslos sozusagen nach dem Stoizismus streben, sondern auch, um gut zu sein. Ja. Das nimmt hier nochmal eine ethisch-moralische Dimension an. Ja, und da steht tatsächlich jetzt das Wollen. Genau, ja. Da ist es jetzt Wollen. Ja, ich, vielleicht noch kurz, um den Seneca ein bisschen einzuführen. Das ist also jetzt ein Stoiker, der ja, so 50 ungefähr nach Christus ungefähr gelebt hat, der als Erzieher des Kaisers Nero ein sehr mächtiger Mann war, auch über großes Vermögen verfügt hat. Also insofern nicht in der stoischen Bedürfnislosigkeit sozusagen gelebt hat, das wurde ihm auch vorgeworfen. Aber es war ihm natürlich auch klar, dass das sozusagen nur geliehenes Gut ist. Und es hat ihn auch tatsächlich das Schicksal ereilt, dass er dann bei Nero in Ungnade fiel. Und da mussten er und seine Frau Selbstmord begehen, was sie auch ganz stoisch und tapfer getan haben. Und die Texte, aus denen wir ein paar Auszüge vorbereitet haben, das sind diese berühmten Briefe an Lucilius, wo er einem ja, jüngeren Freund Lebensweisheitsratschläge gibt. Du hast jetzt das zitiert mit den, dass die Leute viel für ihren Bodytraining machen und weniger für ihr Spirit-Training. Und da kam eben diese Formel vor mit dem, was hast du nötig, um gut zu sein, ist zu wollen. Also da ist der Wille schon mal angesprochen. Wollen wir noch einen Blick werfen auf diesen anderen Brief, wo es darum geht, Leidenschaften muss man verbannen und nicht mäßigen? Vielleicht, da fehlt allerdings noch ein wichtiger Punkt. Ja. Denn wir wollen jetzt nicht strikt chronologisch vorgehen, hatten wir ja gesagt, sondern auch ein bisschen Parallelen eben aufzeigen und zeigen, wie das sich durch die ganze Geschichte zieht. Zwar hatte Seneca schon den Gedanken einer gesellschaftlichen Rolle. Mhm. Und wir sagen ja auch oft, dass eben Glück und persönliches Glück davon abhängt, wie wir wahrgenommen werden in der Gesellschaft. Und dieser Gedanke wurde auch aufgegriffen in einer modernen Bewegung des 20. Jahrhunderts, nämlich des Existenzialismus. Ja. Seneca sagt eben, dass wir Rollen spielen, gesellschaftliche Rollen. Also die kann die eines Direktors sein, die kann die eines Vaters sein, die kann die eines Freundes sein. Das sind alles verschiedene Rollen, die wir in unserem Alltag spielen. Und Seneca sagt aber anders als die Existenzialisten, lieber eine gesellschaftlich niedrigere Rolle, also jetzt zum Beispiel die des Bettlers, die einem dann eben gegeben wurde, das kann man nicht ändern, das liegt außerhalb seiner Macht, der eigenen Macht. Lieber die gut spielen, als eine Rolle wie ein Kaiser zum Beispiel schlecht spielen. Ja. Und die Existenzialisten denken diesen Gedanken weiter und sagen eben nein, keine gesellschaftliche Rolle, das ist das Ziel, sonst ist man unfrei. Und so weit gehen die Stoiker nicht. Ja, das ist eine sehr gute Parallele. Also die Stoiker könnte man insofern also jetzt nicht als Urväter des Existenzialismus bezeichnen, weil sie eben sagen, ja, du kannst nicht einfach sagen, ich möchte ganz ich sein, wie vielleicht der sartrische freie Mensch es tun würde, frei von jeder Rolle, frei von jeder Konvention, ganz sein eigener Entwurf. Sondern, sie würden es vielleicht sogar als Trugschluss begreifen, dass man eben, dass die Existenzialisten eben versuchen, etwas zu kontrollieren, das nicht in ihrer Macht steht. Also, genau, der Stoiker, also ist ein Begriff, den wir jetzt nicht so, wie soll man sagen, nicht so in unsere Gedanken eingebaut haben, aber der sich an dieser Stelle natürlich anbietet. Für die Stoiker ist der Begriff Schicksal wichtig. Du musst dich irgendwie mit deinem Schicksal versöhnen und rausfinden, an welchen Punkt haben dich sozusagen die Götter gestellt. Und dann ist es super, wenn du deine Bettlerrolle gut spielst. Das ist viel besser, als wenn du deine König- oder Topmanager-Rolle schlecht spielst. Genau. Also da wird die Rolle aufgewertet. Im Existenzialismus wird sie kritisch hinterfragt und abgewertet. Genau. Das ist eigentlich ein ganz schöner Schlusspunkt. Wir sind noch nicht fertig mit den Stoikern.
Dennoch würden wir jetzt erstmal die Zuschauer verabschieden für die erste Folge. Ja. Und du könntest ja trotzdem noch einen Ausblick auf den Rest geben, der noch kommt. Ja, genau. Dann kann ich ganz kurz das noch sagen. Also wir haben also mit zwei Stoiker vorgestellt. Wir haben gesagt, man muss auch von den Grenzen der stoischen Philosophie reden. Klang ja heute auch schon an, als wenn jemand total unerschütterlich bleiben soll, wenn es den Menschen um ihn herum total schlecht geht oder wenn er Frau und Kind verliert. Das kann eigentlich auch nicht richtig weise sein. Und mit dieser Kritik an den Stoikern, die insbesondere aus christlicher Sicht von Augustinus und von Thomas von Aquin formuliert worden ist, werden wir in der nächsten Stunde weitermachen. So viel für heute.